damit sagen wir herzlich willkommen zurück zu Pokémon Platin. Es tat mir wirklich sehr, sehr leid, dass ich letzten Mal den Part abbrechen musste wegen so einem scheiß Lagging. Und ich habe halt, wie gesagt, geguckt, ob man es irgendwie fixen kann. Das tut mir so verdammt leid. Ich hoffe, es macht euch nichts. Ich muss das Spiel wirklich leider mit Lagging spielen. Es nervt mich selber auch sehr. Aber wie ich auch beim Let's Play von Let's Play Markus gesehen habe, bei ihm hat es auch geleckt. Also ich bin kein Einzelfall, Leute. Mit Let's Play Markus ist ja ein ziemlich guter Let's Play. Aber ich meine bei Pokémon Bloody Platin. Was ich wahrscheinlich auch irgendwann Let's Play werde. Aber erst, wenn ich einen neuen Computer habe. Und da könnt ihr Gifte aufnehmen. Das wird noch lange dauern. Bitte. Aber egal, wir fangen jetzt einfach mal an und gehen jetzt zu den See. Wo können wir nochmal rennen? Ich hab's vergessen. Na, nicht da. Oh, das ist Pause. Ich bin gleich wieder da. Ich muss nämlich jetzt gucken, wie ich rennen kann. Okay, ich bin wieder zurück. Ich glaube, ich kann nicht rennen. Ich finde gar nichts. Nichts. Ich finde nichts. Aber wirklich gar nichts. Lege ein Basis-Item an. Ja, ne. Alle Pokémon haben also verschiedene Attacken auf Lager. Ein Trainer lässt sich Pokémon. Ein Trainer lässt Pokémon kämpfen, indem er in. Oh Mann. Indem er ihnen die Attacken befiehlt. Das ist sowas von cool. Ich will rennen. Ich glaube, ich kann es jetzt noch nicht, weil ich bin ja mit den Typen jetzt zusammen gerade, deren Name ich vergessen habe. Nee. Haha, wir sind fast am See. Mach dich bereit, denn nun fangen wir das legendäre Pokémon. Vertrau mir einfach, wenn ich dir sage, es ist hier. Dann ist es das auch. Das steht sogar auf dem Schild da. Was geht hier vor? Zeros. Der Fluss der Zeit. Der sich dehnende Raum. Eines Tages wird das alles mir gehören. Cyrus ist mein Name. Merkt ihn euch. Bis dahin. Ja, was? Bis dahin. Ruht euch aus, legendäre Pokémon. Der wässrigen Tiefen. Lasst mich durch. Dreht ihr zur Seite. Böse. Was soll das denn? Was für ein komischer Kerl. Na gut, Passi. Schnappen wir uns dieses legendäre Pokémon. Hey, da war es. Hä? Oh mein Gott. Wow, hast du das gehört, Percy? Das war der Schrei des legendären Pokémon. Das muss es gewesen sein. Alles klar, hier ist der Plan. Wir fangen es ein. Toller Plan. Warte mal, was? Wir haben überhaupt nichts dabei? Wir können es gar nicht einfangen? Uns fehlen die Pokébälle. Du weißt schon, diese Dinger zum Einfangen. Ohne denen können wir keine Pokémon einfangen oder mit uns herumtragen. Okay. Ob Professor Albo uns welche gibt? Wenn wir ihn ganz nett fragen? Du weißt doch noch, was er gesagt hat. Wenn wir etwas brauchen, sollen wir es ihm sagen. Gehen wir doch einfach mal bei ihm vorbei. Okay, Percy? Wir rennen um die Wette. Wer zuerst beim Professor in den Sack gegangen ist, hat gewonnen. Ja, das ist ein Komm. So, kann ich jetzt rennen? Nee, kann ich nicht. Deswegen habe ich. Ah, hier. Nee, das ist ja. Dann renne ich halt hier. Anders geht's nicht. Und kriegen wir jetzt unser erstes Pokémon. Oh nein, nicht das! Okay, my little friend. So, ich bin wieder da. Fund! Fund!
Also die Kämpfe werde ich immer speeden, weil die sind meist ziemlich langweilig. Außer Trainerkämpfe. Die sind wichtig. Welche Pokémon halten sich unbefugt? Ja. Bevorzugt im hohen Gras auf. Sie können jederzeit auftauchen. Wenn du also gegen wilde Pokémon antreten willst, laufe einfach durchs hohe Gras. Und wenn du ihn aus dem Weg gehen möchtest, musst du hohes Gras meiden. Gras. Gras ist Gras. Okay. Du schon wieder. Bams. That's so easy. Baby! Hallo! Lässt die Gesundheit deines Pokémon nach und damit keine KP, solltest du nach Hause gehen und dich ausruhen. Nee. Ausruhen ist für Loops. Es geht ab! Ah, kommt überhaupt noch was anderes? Oha! Epic! Und Level Up! Das ist doppelt epic! So. Ich kann den so gut nachmachen. So. Hi! Ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Wusstest du, dass man die Gesundheit eines Pokémon in Kraftpunkten KP angibt? Gehen die KP eines Pokémon auf 0, wird es kampfunfähig. Nehmt die KP eines Pokémon ab, solltest du es mit Tränken heilen. Hier, ich schenke dir einen Trank. Nimm nur, der kostet dich nichts. Der wird automatisch in die Medizintasche deines Beutels gelegt. Und wir haben unser erstes Item erhalten, und zwar Trank. Das wird uns jedes Mal 20 KP aufheilen, wenn wir es einem Pokémon geben. Diesen Vorsprung kannst du hinunterspringen. So kommst du schneller nach Zweiblattdorf. Aber da gibt es kein Zurück mehr. Ich tue es nicht. YOLO! Nein! Ach, egal. Na komm! Du doof! Geh weg! Oh. Der ist ein bisschen härter. Der ist sehr hart. So. Hallo Lucius. Hi. Ich habe schon auf dich gewartet. Bitte komm mal mit. Der Professor möchte dich gerne sprechen. Oh oh, will er mich schlagen? Siehst du, das ist unser Pokémon-Labor. Wir gehen einfach durch diese Tür und... Ah! Bumsen uns ein. Was zum... Oh, du bist es, Percy. Dieser alte Mann. Er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll neben den Schuhen. Ach, was soll's, Percy. Ich mach mich mal vom Acker. Bis dann und ciao. Was war das denn? Der Freund scheint es ja immer sehr eilig zu haben. Nun, wie dem auch sei. Gehen wir hinein. Okay, Lucius. Na, wen haben wir denn da? Du bist Percy, nicht wahr? Schauen wir uns doch einmal dein Pokémon an. Verstehe, ja. Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Es war also kein Fehler, Pliffer in deinen Obhut zu geben. Würdest du ihm denn gerne einen Spitznamen geben? Puh, ich überlege mir wieder, meine Abonnenten zu benennen. Aber Pliffer bleibt Pliffer. Als ich euch dabei ertappte, wie ihr beide ohne Pokémon in das hohe Gras gehen wolltet, war ich schockiert, dass Kinder immer so ungetüm sind. Aber du hattest mich schnell umgestimmt. So schnell entstand die Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon. Es erfüllt mich mit Stolz, auf dich getroffen zu sein. Und sicherlich ergeht es Blimpfer nicht anders. Deswegen möchte ich dich bitten, dich immer gut um Blimpfer zu kümmern. Junge, bin ich froh, dass du nett zu dem Pokémon bist. Andernfalls müsste ich dich schlagen. Ah, ich mag gar nicht daran denken. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich möchte,
dass du etwas für mich tust. Zunächst einmal möchte ich mich noch einmal vorstellen. Wie du weißt, lautet mein Name Ivan. Ich studiere Pokémon. Als erstes möchte ich genau wissen, welche Arten von Pokémon in Sinnoh leben. Um das herauszufinden, muss man mit Hilfe des Pokédex Daten sammeln. Und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Kannst du damit Daten über die Pokémon in Sinnoh für mich sammeln? Ja, natürlich! Gut geantwortet! Pokédex! Oh yeah! Dieser Pokédex ist ein Hightech-Gerät. Er speichert automatisch Daten aller Pokémon an, auf die du triffst. Hassi, ich möchte dich bitten, überall hinzugehen und alle Arten von Pokémon dieser Region zu finden. Ich habe den gleichen Pokédex wie du. Als du zusammen mit deinem Pokémon über die Route 201 gegangen bist, wie hast du dich da gefühlt? Ich bin bereits 60 Jahre alt und ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Das bedeutet auch, dass dich an unzähligen Orten Nervenkitzel erwartet. Und nun geh! Hassi, dein großes Abenteuer beginnt! Der Professor hat mich um Hilfe gebeten, daher werde ich ebenfalls ausziehen, um den Pokédex zu füllen. So haben wir beide, du und ich, dasselbe Ziel. Ich werde dir später noch das ein oder andere erklären, einverstanden? Okay. Dann kann's ja losgehen. Ich bin der Vater von Lucius. Ich werde euch mit Freude bei euren Aufgaben unterstützen. ich bin mir sicher, wir können uns auf dich verlassen. Professor Alba hat einen neuen Pokédex entwickelt, als er zusammen mit einem Professor aus Kanto gearbeitet hat. Und ich bin übrigens Roxana und es ist eine große Freude, Assistent des Professors zu sein. Kanto, ist das Professor Eich gewesen da? Ich bin mir nicht sicher. Das müsste eigentlich Professor Eich sein. Passi! Ich habe hier ein praktisches Item. Du solltest es mitnehmen. TM27 erhalten. Oh yeah. Das ist eine technische Maschine. Sie enthält die Attackenrückkehr. Die Verwendung einer technischen Maschine oder TM bringt einem Pokémon sofort eine Attacke bei. Bedenke aber, dass eine technische Maschine nur einmal verwendet werden kann. Die Attacke Rückkehr gewinnt an Kraft, wenn sich die Freundschaft zwischen dir und dem Pokémon verbessert. Es obliegt natürlich deiner freien Entscheidung, ob du sie einsetzen möchtest oder nicht. Ich überlasse die Entscheidung dir und wünsche dir eine Reise voller Abenteuer. Danke, danke! Aber wenn das nicht der Professor... wenn das nicht der Professor hat technische Maschinen? Als nächstes erzählt er noch, dass er selbst gekämpft hat, als er jung war. Hey Passi, ich möchte dir mal ein paar Dinge zeigen. Folge mir unauffällig. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist das Pokémon Center. Pokémon, die im Kampf verletzt werden, werden hier geheilt. In den meisten Städten findest du ein Pokémon Center. So, das Gebäude mit dem blauen Dach dort ist ein Pokémon Supermarkt. Dort kannst du Einsatzmedizin kaufen und verkaufen. Passi, du fängst gerade erst an als Trainer, daher wirst du noch nicht viele Dinge kaufen können. Aber das sollte dich nicht stören. Hä? Oh, fast hätte ich vergessen, Passi. Musst du nicht deinen Eltern Bescheid geben, dass du Professor Ivan bei der Erstellung des Pokédex hilfst? Du wirst weit reisen und daher solltest du ihm Bescheid sagen, finde ich. Aber bevor du das tust, halt zuerst dein Pokémon im Pokémon Center. Damit wird dein Weg sicherer, aber jetzt muss ich los. Mach's gut! Okay, dann gehen wir noch schnell zu den Eltern und dann würden wir mal den Part beenden. Gut, dass wir diese Abkürzung hier haben. Ich gehe lieber den Weg. Ich will kein Bidoof wiedersehen. Ja, ich weiß, Bidoof ist der englische Name. Und ich nenne ihn gerne Bidoof, weil er doof ist. So. So, Mutti, ich gehe weg. Ich ziehe aus. Willkommen zu Hause, Passi. Geht es dir und dem Pokémon gut? Ich habe gerade Abendessen gemacht. Ruh dich doch noch etwas aus. Yay! Was ist denn, Passi?
Nein, Professor Eimer hat dir so eine wichtige Aufgabe einvertraut. Oh Schatz, viel Glück. Glück. Och, Mann! Oh Schatz, viel Glück. Ich stehe hinter dir. Oh richtig, Passi. Ich habe etwas für dich. Tagebuch. Das ist ein Tagebuch. Hier werden die Ereignisse eines jeden Tages aufgeschrieben. So kannst du immer nachlesen, was du zuletzt alles erlebt und getan hast. Wow, eine Reise voller Abenteuer. Ich beneide dich, Kind. Und du bist nicht allein. Du hast Pokémon dabei. Ich wäre so gerne an deiner Stelle. Ich mache Spaß, Schatz. Wirklich, Passi. Ich bleibe hier und du gehst und genießt dein Abenteuer. Denn wenn du neue Dinge erlebst und neue Sachen lernst, dann bin ich auch glücklich. Aber komm und ab und bla. Ja. Aber komm ab und zu nach Hause. Denn ich würde gern all die Pokémon sehen, die du gefangen hast. Oh. Tut mir leid, aber ist mein kleiner Lukas hier? Oh, nein, ist er nicht. Oh, dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Der Junge rief nur, dass er zu einem Abenteuer aufbrechen würde und weg war er. Er ist dickköpfig und rücksichtslos. Dabei wollte ich, dass er das hier mitnimmt. Mach dir keine Sorgen, Passi wird ihm das bringen. Das machst du doch, Passi, nicht wahr, Passi? Ey, oh Gott. Das machst du doch, Passi, nicht wahr, Passi? Da stand doch nicht mal dein Name da. Oh, wirklich? Das würdest du für mich tun? Dann bring dies bitte Lukas. Wie jedes Mal mein verdammter Name dort stehen muss. Da komme ich immer so richtig durcheinander. Mach's gut, Passi. Genieß dein Abenteuer. Ich muss kurz überlegen. So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Bitte bring das meinen Lukas. Ja, mach ich schon. Keine Angst. So. So, dann rennen wir mal wieder. Oh. Kleiner Leck. Kleiner Leck immer noch. Oh nein, jetzt muss ich da durch. Das ist echt ein ganz schön schlimmer Leck. Ah, komm! Immer bei den letzten! Go away! Please, die! I hope you die in the fire! Ah, come on! Ah! Gott! Hat er mich jetzt gerade echt? Ja, komm. Komm! So eine Scheiße. Warum leckt es jetzt auf einmal so? Ah, also vorhin hat es die ganze Zeit ziemlich gut gelaufen, aber dann auf einmal war Pustekuchen. Ich glaube, ich nehme einfach zu lang auf gerade. 23 Minuten ist ein bisschen zu viel. Okay, Leute, wie es weitergeht, werden wir beim nächsten Part sehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis bald und ciao!